Hallo und herzlich willkommen bei Meta Gravel. Habe ich mich schon bedankt? 1250 Abonnenten, jeden Tag kommen neue hinzu. Vielen Dank dafür und vielen Dank für die Community. Vielen Dank für die tollen Kommentare, für die Diskussion. Ja, es gibt auch hier ein paar Kommentatoren, die können jetzt auch nicht mehr kommentieren. Leute, wenn euch das nicht gefällt, geht woanders hin. Alle anderen sind herzlich willkommen. Allen, denen das Thema Gravel, Bikepacking, Technik, Videos aus meiner Werkstatt hier gefällt, genauso wie wenn ich unterwegs bin oder auch, was ich gerade letztens erst gemacht habe, aktuell vom Transcontinental Race, habe ich mal versucht, man hat ja auch noch einen Job, man muss ja auch leben von irgendetwas, habe ich versucht, einfach mal fast jeden Tag so einen kleinen Dot-Watching-Beitrag zu erstellen. Seht ihr noch, bei meinen Live-Übertragungen hier auf diesem Kanal kam sehr gut an, gute Diskussion, es hat mir auch Spaß gemacht, das fast jeden Tag zu machen und so entstehen jeden Tag neue Ideen in meinem Kopf und ich versuche die einfach mal hier mit reinzubringen in diesen Kanal und ja, es kommen ja noch ein paar andere Ideen, die schwirren gerade hier so in meinem Kopf, die will ich noch nicht das ganze preisgeben, aber da kommt noch was auf diesen Kanal, ihr könnt noch ein bisschen weiter gucken hier, also ein paar neue Ideen schwirren gerade um mich drumherum. Muss ich noch ein bisschen abwarten, muss ein bisschen fest werden, was ich damit mache, weil ich will euch ja nicht irgendeinen Blödsinn hier zeigen. Und vieles, mit dem ich angefangen habe, habe ich auch ein bisschen auslaufen lassen. Ich habe ein bisschen experimentiert mit diesem Kanal, weil ehrlich, das war mal ein Versuch von mir, neben meinem Blog, den ich ja mit Gravel News betreibe, einfach mal einen YouTube-Kanal zu öffnen. Weil ehrlich, das ist einfacher, das liegt mir mehr als das Schreiben. Ihr wisst es selber, Rechtschreibung ist nicht unbedingt mein Freund. Es hat ganz gut funktioniert soweit und es funktioniert immer noch ganz gut soweit. Lesenswert war es anscheinend auch bis jetzt, hat sich keiner beschwert. Aber die Bilder machen, die Texte reinschreiben, das richtig schön arrangieren, schön aussehen lassen. Das ist doch einfacher, hier auf den Knopf zu drücken und einfach ein Video aufzunehmen. Das ist viel, viel einfacher. Ja, es gibt einen Schnitt noch hinterher, dass ihr am Anfang auch so ein schönes kleines Intro habt mit ein bisschen Musik. Da kann man viel automatisieren, da habe ich viel gelernt in den letzten das habe ich jetzt hier mit reingebracht und ja, mir macht es Spaß, wenn es euch immer noch Spaß macht, was ich sehe, weil jeden Tag kommen neue Abonnenten hinzu, dann bedanke ich mich auf jeden Fall dafür. Bis jetzt hat es mir richtig viel Spaß gemacht hier auf diesem Kanal, euch etwas zu zeigen. Also auch in Zukunft hier aus meiner Schrauberwerkstatt und aus diesem draußen werde ich euch auch noch einiges berichten. Ich habe mein Equipment auch ein bisschen angepasst. Ihr habt es gesehen. Ich habe mir ein paar Kameras angeschafft, damit ich auch draußen euch mitnehmen kann auf meine Events. Demnächst geht es wieder hier auf den French Borders zum Beispiel. Da werde ich auch wieder meine Kamera mitnehmen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es macht mir auf jeden Fall Spaß und solange es euch Spaß macht, bleibt dieser Kanal. Und was habe ich euch heute mitgebracht? Heute habe ich euch mitgebracht dieses. So, ihr könnt den Spiegel jetzt den Rest meiner Werkstatt hier sehen. Also, ich habe Spiegel mitgebracht. Wofür Spiegel? Boah, da scheinen sich genauso die Geister wie die Frage, geht mal in den Radladen und fragt, was ist die richtige Schaltung? 1x11, 2x11, um Gottes Willen. Da scheinen sich die Geister nach Vorlieben und Belieben und wie man möchte. Ich habe es gesehen beim Malte und beim Thomas, die das Transcontinental Race hier auch gefahren sind. Ist es mir aufgefallen und die haben an ihren Lenkerenden, an Dropper links, so kleine Spiegelchen angebracht. Sieht nicht toll aus, fallen aber auch nicht unbedingt so stark ins Auge und die bringen richtig was. Ich bin ja auch schon mal etwas länger unterwegs auf einer Landstraße, von einem Gravelfahrt zum anderen Gravelfahrt. Ihr wisst, in Deutschland ist ja nicht komplett alles ein Gravelfahrt, sondern man fährt ja auch schon mal über Straßen, Landstraßen und da ist man manchmal überrascht, was doch von hinten so alles so ankommt. Sei es jetzt eine Motorradgang, sei es jetzt Autofahrer oder sei es der Rennradzug, der gerade mit seinem 40er-Schnitt dich von hinten einmal lautlos mit Surren überholt. Ich möchte gerne sehen, was von hinten kommt. Und anstatt mir ein teures Radar zu kaufen, dachte ich mir, schaff dir mal diese kleinen Spiegel an. Ja, gedacht, umgesetzt, gelernt, verbessert, wie man es von mir kennt. Ich habe ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ich habe mir die schönen Spiegel hier geholt von Rose. Seht ihr hier unten in den Kommentaren, in der Videobeschreibung, seht ihr auch einen Link von diesen Rose-Spiegeln. Die sind sehr schön, sehr formschön. Die gefallen mir sehr gut. Die schließen sehr schön am Lenkerende auch ab. Schade, meine Gravel-Lenker, das seht ihr jetzt gleich. Ich hole mich mal näher ran an den Gravel-Lenker. Der ist nach unten gebogen und die kann man nicht so weit nach oben verstellen, dass man was sehen könnte. Weil man guckt ja von oben in den Spiegel rein, muss nach hinten gucken. Und wenn man den Spiegel nicht zu weit verstellen kann,
dann sieht man hinten nichts mehr. Das war das Blöde oder ist das Blöde an diesem Spiegel mit meinen speziellen Gravel-Lenkern. Also habe ich mal in der Facebook-Gruppe, wie man es halt macht, mal gefragt, Leute, welche Spiegel fahrt ihr denn so dabei? Ich bin mir für nichts schade und auch für nichts fies. Und ja, die Antwort kam, eine der ersten Antworten von Rolf. Und da habe ich mich daran erinnert, danke Rolf, an die Spiegel von Black Sun, also der Vertrieb Black Sun. Der vertreibt diese Spiegel, das sind die Sprintech Racing. Die gibt es in drei Farben, schwarz, weiß und gelb, wiegen 20 Gramm und kosten 19 Euro. Haben eine schöne Form, auch man sieht es hier, die von Rose, die sind schon nicht schlecht, die haben eine schöne Größe. Aber der von Black Sun, der ist so ein bisschen gebogen und man kann ein bisschen mehr sehen bei diesem Ganzen. Und ich habe gehofft, dass er auch sich ein bisschen besser verstellen lässt, dass man ob das besser sehen kann. Ob es der Fall ist, seht ihr jetzt in diesem Video, in dem ich euch das mal zeige. Ich zeige euch zuerst den von Rose. Besteht aus zwei Teilen, den Spiegel an sich und das Innenleben des Ganzen. So, unterscheidet sich ein bisschen von dem von Sprintech, zeige ich euch aber gleich. Hier braucht ihr einen kleinen Innenbus, einen Innensechskant, um den zu befestigen. Dazu müsst ihr natürlich erstmal den Endstopfen hier bei eurem Lenker abmachen, damit es hier reinpasst. Und dann, ihr seht es, der wird so befestigt, dass wenn ich die Innensechskantschraube hier drehe, dann verkantet sich das im Lenker und ist fest. So, das Ganze ist ziemlich einfach zu montieren und zu demontieren, genauso mit dem Innensechskant festziehen. Es muss gar nicht bombenfest sein, das reicht schon. Dann die Überwurfmutter ein bisschen lösen und der Spiegel hier hinten hat hier hinten einfach so eine Kugel, wie ihr sehen könnt, und die wird einfach reingeklickt. Klack, das war's. Und damit ist er schon befestigt und ich kann jetzt hier mit der Rändelschraube hinten das Ganze festmachen. Toll, schnell montiert. Ja, aber ist zu tief. Ich kann ihn nicht so hoch biegen, dass ich von oben reinschaue und hinten sehen kann. Ich sehe leider nichts hinten. Der ist nicht weit hoch genug biegbar aufgrund meines Lenkerwinkels hier. Schade. Ich sehe also maximal, was hier so am Boden hinter mir passiert, am Hinterrad hier oder so, aber weit hinten anfahrende Autos, keine Chance. Aber trotzdem, sehr schöner Spiegel. Ich habe mir mal zwei Stück davon bestellt. Ja, Pascal, hast du toll gemacht. Jetzt habe ich zwei Stück hier liegen. Viel Spaß. Wer braucht welche, die werden wahrscheinlich demnächst auf meinen Facebook-Account zum Marketplace angeboten werden, zum Verkauf. Und ihr seht, Montage und Demontage ziemlich leicht. Also ich habe hier zwei neuwertige, einmal befestigte Spiegel von Rose abzugeben. Der Sprintech Racing Spiegel von Black Sun hier im Vertrieb, der ist ein bisschen anders zu montieren, ist genauso auch hier am Lenkerende, hier rein, also hier stopfen raus, um hier zu montieren. Das, was hier reinkommt, ist hier aus Gummi, ziemlich weichem Gummi, hat aber genauso hier hinten auch diesen Kugelkopf, der nachher hier reingesteckt wird. Der ist aber eigentlich nur vorgesehen, um ihn einmal zu montieren. Zum Demontieren, ja, kann er beschädigt werden, das heißt, er ist nicht so leicht zum Demontieren, man kann ihn nicht von Rad zu Rad mitnehmen. Aber die Montage ist relativ einfach. Ihr seht ja auch wieder, mein Lenker, der ist ziemlich weit nach unten gebogen, hier, der hat diesen Knick hier. Das heißt, auch hier habe ich den von Rose ausprobiert, hat nicht ganz funktioniert. So, werkzeuglos zum Montieren mit Gummi und jetzt einfach mit eingesetzt. Fertig, montiert. Und der ist auf jeden Fall hoch genug und ziemlich gut, ziemlich schnell zu bewegen hier während der Fahrt, wenn man was anderes sehen möchte. Und der hält auch mit dem Gummi hier drinne. Der hält, der ist stabil, der wackelt sich nicht runter, der wackelt sich nicht runter hier auf dem Gravel. Der ist richtig gut fest. Kann ich also echt gut empfehlen. Und ich sehe jetzt endlich mal, wenn sich von hinten Autos nähern oder wenn von denen sich irgendwas nähert, was man vielleicht nicht unbedingt hört. Elektroautos sind ja auch nicht mehr gut zu hören heutzutage. Für mich, ja, ein ganz gutes Gadget, was ich benutzen möchte, wenn ich mal öfters mal auf Landstraßen unterwegs bin, was ja nun mal passiert in Deutschland. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich die beiden Spiegel montiert habe. Beide sehr leicht und einfach zu montieren. Für mich mit meinen etwas nach unten gebogeneren Gravel-Lenkern mit einem ziemlichen Drop nach unten hat sich der Sprintech Racing auf jeden Fall bewährt. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Anklicken hier unten auf den Links. Das sind teilweise Affiliate-Links. Ihr zahlt nicht mehr, wenn ihr auf den Link draufklickt,
aber ich bekomme da ein paar Cent von dem, wenn ihr dort was einkauft. Das tut mir gut, das tut der Gravel Cave also auch gut und ich kann wieder schöne neue Videos für euch produzieren. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Abonnieren und bis auf bald. Ciao.